Laut war es gestern um 19 Uhr wieder im französischen Viertel in Tübingen. Bewaffnet mit Töpfen, Musikinstrumenten und allem, was Krach machen kann, haben die Bewohner für eine Viertelstunde auf ihren Balkonen und der Straße gelärmt. Und damit das Tübinger Bündnis für mehr Personal in unseren Krankenhäusern bei seinem lautstarken Protest unterstützt. Mit der Aktion, die dritte ihrer Art, an der sich auch die Jüngsten ganz fleißig beteiligt haben, setzen sich die Initiatoren für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen beim Pflegepersonal ein. Sie fordern mehr Geld, das Ende der Profitorientierung im Gesundheitssektor und ein am Patientenwohl orientiertes Gesundheitswesen.